Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video in der Reihe Julia vs. Python. Hier in diesem Video schauen wir uns folgende Aufgabe an. Wir bekommen ein Input Array, also eine Liste mit Zahlen übergeben und ein Integer k. Und wir sollen aus dieser Liste jedes k-te Element entfernen. Das heißt, wenn wir hier diese Liste uns anschauen, dann und k gleich 3 ist, dann das Element, das erste soll drin bleiben, das zweite soll auch drin bleiben, aber das dritte soll rausgenommen werden. Dann das vierte soll drin bleiben, das fünfte soll auch drin bleiben, aber das sechste soll rausgenommen werden. Das können wir ganz einfach in Python machen mit einer List Comprehension. Also schreiben return, dann machen wir eine List Comprehension und sagen Input Array an der Stelle i vor i in Range. Jetzt müssen wir hier die Länge von diesem Input Array eingeben. Und dann brauchen wir noch eine if-Bedingung. If, okay, welche Elemente wollen wir alles haben? Wollen das 0. Element haben, beziehungsweise das erste Element und das zweite Element, aber das dritte nicht. Das heißt, wenn i durch 3 teilbar ist, dann wollen wir es nicht haben. Oder beziehungsweise i plus 1, weil wir in Python von 0 anfangen zu zählen, aber wir ja das erste, zweite, dritte, beziehungsweise k-te Element nicht haben wollen. Also das erste, zweite wollen wir haben, aber das dritte, das ist k-te Element, das wollen wir nicht haben. Das heißt, wir müssen i plus 1 machen, damit wir beginnen bei 1 und nicht bei 0 und das geteilt durch k, also durch 3, soll ungleich 0 sein. Das ist jetzt für das erste Element ein Fall, weil 0 plus 1 ist 1 geteilt durch k, das ist ungleich 0. Fürs zweite ist das der Fall. Und fürs dritte, was ja i, wenn wir bei 0 anfangen zu zählen, ist es i gleich 2. Dann wird 3 geteilt durch 3, das ist gleich 0. Und dann ist es nicht ungleich 0 und dann bekommen wir das mit dieser if-Abfrage nicht. Dann können wir diesen Test mal durchgehen und sehen, alle Aufgaben sind richtig gelöst. Können wir somit abgeben. Jetzt schauen wir uns dasselbe Problem mit der Programmiersprache Julia an. Dann können wir einfach mal das hier kopieren und schauen, ob es auch so ähnlich funktioniert. Also, anstatt Range müssen wir natürlich hier 1 bis Length von diesem Input Array machen. Und jetzt müssen wir uns überlegen. Also können wir es erstmal laufen lassen, aber dann können wir gleich überlegen, warum das eventuell nicht funktioniert. In Julia ist es so, dass wir bei 1 anfangen zu zählen. Das heißt, das erste i, das erste Element ist 1. Natürlicherweise, das zweite Element ist 2 und das dritte ist 3. Das heißt, das i beginnt auch bei 1 und beim dritten Element ist i gleich 3. Das heißt, wir können das wegmachen und können das so laufen lassen. Und sehen dann alle Ergebnisse richtig. Das ist eine Möglichkeit, das in Julia zu machen. Eine andere Möglichkeit ist es mit einer True-False-Tabelle oder True-False-Liste. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir hier gemacht haben. Wir haben hier mit dieser if-Bedingung immer einen wahren falsch bekommen. Und dieses wahren falsch, das speichern wir jetzt in einer Liste. Also machen wir uns mal eine Liste B und sagen, okay, for i in 1 bis Länge Input Array. Und dann wollen wir diese Dinge hier vergleichen. Ja, wir wollen nicht diese Dinge vergleichen, wir wollen einfach diese wahr und falsch hier speichern. Das heißt, i geteilt durch k gleich gleich 0. Und das wollen wir uns dann anschauen. Dann können wir das gleich mal laufen lassen. Und dann sehen wir, okay, wir bekommen hier eine Liste mit true, true,
False, true, true, false, true, true, false, true. Das heißt, das Element ist, wird angenommen, das Element wird angenommen, das wird herausgeschmissen, weil da false steht, und dann wird angenommen, angenommen, und wird herausgeschmissen und so weiter. Und diese True-False-Tabelle, die können wir jetzt in InputArray einfach mitgeben. Und dann können wir das letzte hier rausschmeißen. Und bekommen dann dasselbe Ergebnis. Und da wir diese Tabelle auch sofort in diesen Klammern reinschreiben können, können wir auch anstatt diesem B einfach diese Tabelle reinschreiben. Und können somit mit einer Liste mit True-False, die dieselbe Länge hat wie das Input-Array, Elemente aus diesem Input-Array rausfiltern. Und genau die, wo halt in dieser generierten Liste hier True steht. Also genau die Stellen. Ja, das war die Aufgabe. Jetzt können wir uns eventuell noch hier andere Lösungen anschauen. Hier werden einfach die entsprechenden Elemente rausgelöscht, in entsprechenden Schritten mit dem del-Operator. Das ist eine sehr kurze Lösung in Python. Und dann gucken wir uns noch eine Lösung in Julia an. Und in Julia kann man auch mit delete, kann man hier diesen Input-Array reingeben und dann gibt man eben eine Range rein, an welcher Stelle alles deleted werden soll. Also hier kann man entweder eine Zahl reingeben, aber man kann auch ein Array reingeben. Und eine Range ist was, was man quasi durchiterieren kann. Und somit kann man das auch recht schnell lösen, löschen. Das finde ich gut. Dann haben wir hier einen Daumen hoch. Und wie ist es hier? Hier wird eine Range gebaut von 1 bis n und dann wird der Karte Mod drauf angelegt. Also das ist quasi das, was wir gemacht haben, nur in einer schnelleren Schreibweise. Das werden wir uns das hier anschauen. Kopieren wir das mal kurz. Und gehen dann wieder zurück zu unserer Aufgabe. Und dann können wir uns das anschauen. Add show. Und hier müssen wir natürlich nicht end machen, sondern length von diesem Input Array. Dann können wir das kurz laufen lassen. Und dann funktioniert es nicht. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen, also die Mod-Methode kann keine Range mitnehmen. Dann müssen wir mal kurz schauen, ob der Code überhaupt bei uns laufen würde. Start C. Also das könnte man als Ergebnis schreiben. Und dann könnte man das ja rauslöschen. Okay, also der Code läuft bei uns nicht, vielleicht war das in der älteren Julia-Version, wo das geht. Was man eventuell machen könnte, ist, dass man hier diese Mod-Funktion, dass man die punktweise anwendet. Also machen wir mal Steuerung x von x, also x wird abgebildet auf diese Funktion, also machen eine anonyme Funktion und wir schicken diese Range punktweise in diese Mod-Funktion und dann bekommen wir ein Array raus und diesen Array können wir dann punktweise mit 0 vergleichen. Also können wir das mal kurz laufen lassen. Und dann sehen wir,
Okay, wir kriegen hier unsere True-False-Tabelle, die wir vorhin auch schon bekommen haben. Also die wir auch so mitbekommen. Und mit dieser True-False-Tabelle können wir dann auf diesen Array zugreifen. Also wenn wir das dann bei uns einsetzen würden, würde man dann hier das so machen und hier end hinschreiben und dann sollte das auch funktionieren. Also wir können den Test laufen lassen. Was wir machen, eine Range von 1 bis Ende und diese Range tun wir punktweise, also das ist kann man sich vorstellen wie ein Array, der von 1 bis Länge des Input Arrays geht und dann kreieren wir eine anonyme Funktion, also eine Lambda-Funktion, die bildet x ab auf mod xk, also das ist einfach das, was wir vorhin auch gemacht haben mit diesem also wir können es wahrscheinlich auch so schreiben, x wird abgebildet auf das hier. Das haben wir vorhin in unserer Liste auch gemacht und dann vergleichen wir, ob es punktweise gleich ungleich 0 ist und alle diese Elemente nehmen wir. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal.